Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland? Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht. Das Punkt. Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, Punkt. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? Was bedeutet Volkssouveränität? Alle Staatsgewalt geht vom Punkt. Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man Punkt. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik, DDR? Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln. Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Was ist richtig? Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Weil Punkt. Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik. Punkt. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer, Ausländerinnen? Das Grundrecht auf Punkt. Was ist Deutschland nicht? Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland? Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen? Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? Was darf das Jugendamt in Deutschland? Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt? Ein Richter, eine Richterin gehört in Deutschland zu Punkt. Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung. Punkt. Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt. Punkt. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?
Welcher deutsche Staat hat eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz? Wer wählt den deutschen Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin? Was hat jedes deutsche Bundesland? Welches war das Wappen der Deutschen Demokratischen Republik? Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit Punkt. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint? Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen. Punkt.